Hallo und herzlich willkommen bei die Autotester. Wir fahren heute den Great Wall Motors Way 03. Die Marke Way, die wird nicht jeder von euch kennen und das, obwohl mit dem 03 bereits das zweite Fahrzeug bei uns im Markt präsentiert wurde. Denn den Way 05, den wir schon gefahren haben, gibt es schon seit über einem Jahr, ist quasi der große Bruder dieses Mittelklasse-SUV. Was hier spannend ist, zum einen, wir haben einen Plug-in-Hybrid an Bord, für den Way eine sehr große elektrische Reichweite verspricht und Way beansprucht für sich Premium-Fahrzeuge zu bauen und das schauen wir uns heute natürlich im Detail an. Wir sprechen aber auch über allgemeine Themen, wie zum Beispiel das Thema Fahrkomfort, das Platzangebot, das Kofferraumvolumen, natürlich die Assistenz- und Sicherheitssysteme und das Infotainment, aber auch die Ausstattung und die Preise und vieles, vieles mehr. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr dranbleibt, denn jetzt geht's ab auf die Straße im Way 03. Unser Fahrzeug wird als Plug-in-Hybrid angetrieben aus einer Kombination von einem 2-Liter Vierzylinder-Turbobenziner. Der leistet hier im Wagen 150 kW bzw. 204 PS und wird unterstützt von einem 120 kW starken E-Motor. Die Systemleistung, die wird angegeben mit 270 kW bzw. 367 PS und wir sollen hier bis zu 500 Newtonmeter Systemdrehmoment zur Verfügung haben. Die Kraft wird übertragen über neunstufiges DCT-Getriebe auf die Vorderräder und so ausgestattet soll unser Way 03 in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit gibt Way an mit 230 km pro Stunde. Der Verbrauch wird beziffert mit 0,5 Liter plus 25,2 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Das ist halt wieder so ein typischer Wert für einen Plug-in-Hybrid, aber man sagt, dass auch bei entladener Batterie der Verbrauch liegen soll bei knapp unter 8 Litern. Die elektrische Reichweite beträgt übrigens laut Datenblatt 130 Kilometer und ich bin tatsächlich sehr gespannt, ob wir hier zwischendurch sehen, dass sich da deutlich was verändert oder ob unser Fahrzeug tatsächlich den größten Teil der Strecke heute rein elektrisch fährt. Was unser Way 03 tatsächlich verbraucht bzw. was er anzeigt, dass er verbraucht, das schauen wir uns zum Ende unserer Fahrt nochmals an. Die Breite des Way 03 wird angegeben mit 1,89 Meter. Das ist kein ungewöhnliches Maß für ein Mittelklasse-SUV. Etwas ungewöhnlicher ist die Formsprache und die Gestaltung an der Front. Zum Beispiel dieser sehr aufwendig gestaltete breite Kühlergrill mit dem großen Logo in der Mitte ist klar einer der Hingucker. Flankiert wird er von den, wie ich finde, schön schmal gehaltenen Hauptscheinwerfern. Wir haben hier vertikal das Tagfahrlicht angeordnet, auch das typisch für einen Way. Und wenn wir weiter runter schauen, dann sehen wir hier so eine metallische Spange, die geht über die ganze Fahrzeugbreite, schließt an der Seite diese angedeuteten Lufteinlässe noch mit ein, betont die dadurch und das wird nochmal unterstützt natürlich durch die Kontrastfarbe mit dem glänzenden Schwarz. Schauen wir weiter runter, dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Lufteinlass, darunter dann einen angedeuteten vorderen Unterfahrschutz in der Kontrastfarbe. Auch das, finde ich, passt gut zu dem SUV und so steht er von vorne, wie ich finde, wirklich vernünftig da. Schauen wir an die Seite, dann finden wir in der Basis bereits 19 Zoll Aluräder. Die Luxury und Luxury AWD Version, die haben 20 Zoll an Bord, so wie unsere auch. Und ich finde, kleiner sollten sie nicht sein, das steht dem Auto wirklich gut. Insgesamt ist dieser Way 03 4,67 Meter lang, hat einen Radstand von 2,75 Meter und eine Höhe von 1,73 Meter. Auch das passt gut zum Segment. Und wenn wir uns die Formsprache anschauen, finden wir auch keine großen Überraschungen. Wir haben eine mittellange Haube, haben eine recht flache Frontscheibe, ein fast komplett gerade laufendes Dach, das hier hinten in dem großen Dachkantenspoiler endet. Der einzige Hingucker hier oben ganz klar diese eloxierte Dachreling. Außerdem in der gleichen Farbe die Fensterrahmen und dann haben wir bei uns noch ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben. Ich finde, das gibt dem Auto an der Seite noch mal ein bisschen mehr Charakter und das gilt auch für den Außenspiegel, der ist in Wagenfarbe gehalten, hat dann hier noch den integrierten Blinker und die Kamera für die Rundumsicht. Wir fahren ein SUV und das soll man natürlich auch sehen und das, was dann nicht fehlen darf, ist ganz klar hier die Beplankung am vorderen und hinteren Rathaus und natürlich auch die Beplankung hier am Schweller, aber auch hier haben wir wieder so ein eloxiertes Element, das dem Wagen an der Seite ein bisschen mehr Eleganz, ein bisschen mehr Schick verleiht. Schauen wir ans Heck. Dann finden wir da, wie bereits gesagt, den großen Dachkartenspoiler. Darunter bei uns eine fast schwarz getönte Heckscheibe. Dann den großen Way-Schriftzug auf dem Heckdeckel. Und rechts und links die stark rausgearbeiteten Heckleuchten, auch wieder in LED ausgeführt. Und auch hier wieder haben wir solche senkrechten Elemente, wie wir sie an der Front schon gesehen haben. Gehen wir weiter runter, dann haben wir den Heckstoßfänger in Wagenfarbe, zumindest im oberen Bereich. Dann gibt es hier aber auch wieder diese Spange mit dieser eloxierten Optik, die rechts und links auch wieder glänzend schwarze Elemente einfasst. Und da darunter dann nochmal in der Kontrastfarbe den angedeuteten Unterfahrschutz. Und so finde ich, steht dieses Mittelklasse-SUV wirklich vernünftig auf der Straße. Aber wie gefällt euch das Design? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr vom Exterieur dieses Way 03 haltet.
Die Materialauswahl und auch die Verarbeitung hier im Innenraum finde ich tatsächlich sehr ansprechend. Da hat Way mit dem Thema Premium nicht zu viel versprochen. Schaue ich mir zum Beispiel die Tür an. Ich habe hier oben Soft-Touch-Materialien, habe dann hier eine sehr schöne Ziernaht, hat im vorderen Bereich den Lautsprecher hier in Metall ausgeführt. Wenn ich weiter runter schaue, dann gibt es hier die Innenseite der Tür. Das ist gesteppt, gefällt mir richtig gut. Dann habe ich eine weiche Armauflage. Auch hier der vordere Teil ist bespannt von dem Bereich um den Türgriff herum. Auch da wieder eine sehr schön gearbeitete Ziernaht. Und erst unten bei den Ablagefächern, da finde ich tatsächlich Hartplastik. Das Armaturenbrett, das ist großflächig Soft-Touch. Dann haben wir davor eine Leiste, die einmal über die ganze Fahrzeugbreite geht und darunter dann wieder eine metallische Klammer, ähnlich wie wir es auch im Exterieur sehen. Und davor dann wieder ein gesteppter Bereich. Auch das macht wirklich einen richtig guten Eindruck. Und auch die Stirnseite hier vom Armaturenbrett ist komplett bespannt. Das sieht alles wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Das Handschuhfach, das ist dann in Kunststoff ausgeführt. Aber wenn ich mir dann die Mittelkonsole anschaue, auch hier habe ich eine sehr schöne Oberfläche. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Holzoptik, aber sehr dunkel gehalten. Habe ansonsten allerdings Kunststoffoberflächen, die ich hier großflächig sehe. Habe bei der Schaltkulisse hier so eine metallische Umrandung. Auch das macht einen guten Eindruck. Und zum Beispiel auch hier die Armauflage ist natürlich weich und gepolstert. Und auch da finde ich wieder sehr schöne Ziernähte. Was mir nicht ganz so gut gefällt, ist, dass es hier gerne mal knirscht, wenn ihr euch drauf lehnt. Das ist eine Sache bei der Mittelkonsole, die finde ich nicht optimal, aber es macht wirklich sonst einen sehr guten Eindruck. Das Lenkrad bietet uns einen relativ dünnen Lenkradkranz, wie ich finde, aber vernünftig verarbeitet, auch wieder mit einer ordentlichen Ziernaht. Wir haben dann hier in der Mitte das große Way-Logo auf einem matten Bereich, rechts und links die Bedienelemente sind auf glänzendem Schwarz und dann gibt es auch hier wieder so eine metallische Optik als Spange. Insgesamt finde ich, macht das wirklich einen vernünftigen Eindruck. Die Sitze sind bei uns ganz klar einer der Hingucker. Wir haben auch hier wieder diese gesteppte Oberfläche, da auch wieder sehr schöne Ziernähte, haben die Sitzwangen in einem anderen Material und da gibt es nochmal so eine Kontur in Weiß ausgeführt. Auch das ist wirklich richtig schön und ordentlich gemacht. Und deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, der Innenraum kriegt definitiv einen Daumen nach oben von meiner Seite und wird auf jeden Fall dem Premium-Anspruch von Way gerecht. Für den Way 03 gibt es zwei unterschiedliche Plug-in-Hybrid-Antriebe zu bestellen. Wir haben den kleineren der beiden an Bord und das heißt, wir haben hier vorne einen 2 Liter 4-Zylinder Turbobenziner unter der Haube, der leistet 150 kW bzw. 204 PS und wird bei uns unterstützt von einem 120 kW starken E-Motor und damit haben wir eine angegebene Systemleistung von 270 kW bzw. 367 PS. Wir haben bei uns Frontantrieb mit an Bord und wir haben hier ein neunstufiges DCT-Getriebe an Bord. Die größere der beiden Varianten hat vorne grundsätzlich den gleichen Aufbau, nämlich wieder den 2 Liter Vierzylinder plus den 120 kW starken E-Motor, aber zusätzlich an der Hinterachse nochmal einen 135 kW starken E-Motor und damit dann eben Allradantrieb und außerdem eine angegebene Systemleistung bis zu 325 kW bzw. 442 PS. Zur Basisausstattung des Way 03 gehören unter anderem Dinge wie ein voll digitales Cockpit, das große Touchscreen fürs Infotainment, aber zum Beispiel auch Apple CarPlay, Android Auto, digitales Radio sind immer mit an Bord. Und so haben wir hier zum Beispiel auch eine Klimaanlage, die immer mit dabei ist oder elektrisch verstellbare Sitze und vieles, vieles mehr. Also wirklich sehr umfangreich. Ihr könnt deutlich mehr bekommen und das geht größtenteils über die höhere Ausstattungslinie Luxury oder Luxury AWD. Da gibt es richtig was obendrauf und zusätzlich gibt es noch ein paar kleine Einzeloptionen. Unter anderem gibt es hier Dinge in den höheren Ausstattungslinien und als Einzeloptionen, wie zum Beispiel das Head-Up-Display oder ein Panorama-Glasdach. Es gibt eine Infinity-Sound-Anlage, es gibt eine induktive Ladeschale für Mobilgeräte, die Sitzheizung hinten, eine Anhängerkupplung und einige weitere Optionen, mit denen ihr das Auto tatsächlich noch mal deutlich aufwerten könnt. Und so habt ihr, wie ich finde, eine sehr umfangreiche Basisausstattung, habt in der Variante Luxury oder Luxury AVD fast schon eine Vollausstattung und könnt dennoch ein paar Kleinigkeiten oben drauf packen, um diesen Wagen wirklich nochmals aufzuwerten. Und ich finde, das ist gut gelöst, weil es gibt nicht zu viele Optionen, das ist nicht so verwirrend, das geht deutlich schneller bei der Auswahl. Und von daher gibt es von meiner Seite für das Thema Ausstattung im Auto definitiv einen Daumen nach oben. Das maximale Kofferraumvolumen für unseren Way 03, das wird angegeben mit 517 Litern bei aufgestellter Rücksitzbank. Klappt ihr die Rücksitze komplett um, was hier geteilt möglich ist, dann sollen daraus bis zu 1289 Liter werden. Wenn wir uns den Kofferraum im Detail anschauen, stellen wir fest, wir haben hier einen ebenen Übergang von der Ladekante zum Ladeboden. Das finde ich schon mal sehr schön. Und ihr habt, wenn ihr den Ladeboden anhebt, darunter noch ein bisschen Stauraum. Bei uns ist da unter anderem das Ladekabel untergebracht. Dann gibt es hier an der Seite noch ein zusätzliches
dickes Fach. Da ist bei uns aktuell das Verbandsmaterial verstaut. Und ich finde sehr schön, dass wir, wie gesagt, hier sind sehr schön ebene Fläche haben. Also alles ideal zum Be- und Entladen. Die Kofferraumklappe, die dürfte für große Menschen gerne ein Stück weiter aufgehen. Das könnt ihr hier sehen. Ich kann mir da hervorragend den Kopf stoßen. Aber das ist tatsächlich erst wichtig, wenn ihr, ich würde sagen, größer als 1,80 Meter seid. Wer möchte, kann mit dem Wayne Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängerlast, die wird angegeben bei unserem Fahrzeug mit 2000 Kilogramm. Die maximale Stützlast der Anhängerkupplung beziffert Way mit bis zu 100 Kilogramm. Das Platzangebot hier vorne im Fahrzeug, das ist tatsächlich auch für große Menschen sehr, sehr ordentlich. Ich sitze aufrecht im Auto, bin 1,95 Meter lang und ich habe über dem Kopf tatsächlich noch Platz. Ich habe genug Platz um die Schultern, genug Platz für die Beine. Von daher fühle ich mich hier grundsätzlich wirklich gut aufgehoben. Unser Sitz, der bietet tatsächlich sehr viel Komfort, der bietet einen vernünftigen Seitenhalt. Zudem habe ich hier im Fahrzeug auch noch eine Sitzbelüftung und eine Sitzheizung mit an Bord, also viel Komfort. Ich habe eine Kopfstütze, die funktioniert tatsächlich auch für große Menschen, von daher alles positiv. Das Lenkrad kann ich leider nur sehr bedingt einstellen. Das heißt, für mich ist die Position nicht optimal. Ich hätte es gerne ein bisschen näher bei mir. Das ist hier so ein kleines Manko, aber ansonsten, wie gesagt, ist das definitiv ein Platz, an dem man sich wohlfühlen kann und auch gerne mal eine längere Strecke fährt. Wie viel Platz dieser Way 03 auf der Rückbank bietet, wenn jemand wie ich hier vorne sitze, das schauen wir uns gleich bei einem Zwischenstopp an. Jetzt sind wir noch mal gespannt, wie viel Platz er wirklich auf der Rückbank bietet, unser Way 03. Und das sieht grundsätzlich gut aus. Ich steige mal ein. Wie man sehr schön sehen kann, vor den Knien habe ich tatsächlich noch richtig Platz. Hätte ich so nicht erwartet. Auch für die Füße ist mehr als genug Raum da. Und auch über dem Kopf ist noch Platz. Also von daher überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren hier auf der Rückbank. Und ich sitze hinter mir. Und das passt nicht in jedem Mittelklasse-SUV. Es sind fast alle Assistenz- und Sicherheitssysteme bereits in der Basisausstattung des Fahrzeugs immer mit an Bord. Und dazu gehören Dinge wie zum Beispiel ein Spurhalteassistent, ein Notbremssystem, eine Spurführung, eine Einparkhilfe vorne und hinten, einen Querverkehrwarner hinten mit Bremseingriff. Es gibt eine Verkehrszeichenerkennung, eine Rückfahrkamera bzw. 360-Grad-Kamera und viele, viele mehr. Also im Grunde genommen, was die Assistenzsysteme angeht, eine Vollausstattung. Solltet ihr die Variante Luxury oder Luxury AWD bestellen, dann kommen noch dazu ein automatischer Rückfahrassistent und ein automatischer Parkassistent. Das war es aber auch. Einzelne Optionen gibt es nicht, denn wie gesagt, bereits in der Basis ist eigentlich schon so gut wie alles mit an Bord. Und das finde ich super, denn der Wagen bietet in diesem Bereich tatsächlich sehr, sehr viel, ohne dass ihr dafür gesondert bezahlen müsstet. Ich habe jetzt mal all die Assistenzsysteme hier im Fahrzeug wieder eingeschaltet, die ich normalerweise vor der Fahrt übers Menü ausschalte. Und das sind zum einen die Überwachung der Aufmerksamkeit, das ist zum anderen der Spurhalteassistent, sogar den Notlenkassistenten schalte ich für gewöhnlich aus. Und das ist auch das Thema Verkehrszeichenwarnung, also im Sinne von Geschwindigkeitsübertritt, der hier vom Fahrzeug angezeigt wird bzw. angemahnt wird. Und das Problem ist zum einen, ihr müsst das übers Menü machen, das heißt, es dauert relativ lange und lenkt natürlich beim Fahren ab. Zum anderen regelt das Fahrzeug tatsächlich relativ früh und mischt sich sehr häufig in eurer Fahrt ein. Jetzt zum Beispiel, ich darf 50 fahren, 51 und sofort kommt die Meldung. Also selbst wenn ihr mal ganz kurz drüber geht, habt ihr sofort eine Warnmeldung und auch hier bei uns das blinkende Symbol im Head-Up-Display. Wir haben eine Fahrspurerkennung, die bei der Mittellinie, wie ich finde, einen guten Job macht. Jetzt macht das gerade nicht, aber normalerweise kommt da, wenn ihr an die Mittellinie rankommt, also in dem Moment, wo ihr quasi drauf fahrt, eine Meldung, dass ihr hier bitte aufpassen müsst und da wird auch gegengelenkt. Das funktioniert grundsätzlich auch gut. Jetzt zum Beispiel kriege ich wieder 51 für eine Sekunde sofort die Meldung. Ihr habt aber rechts zum Beispiel die Fahrspurbegrenzung so, dass das Fahrzeug euch eigentlich viel zu früh warnt, wie ich finde. Und ihr habt vor allen Dingen hier einen aktiven Assistenten, was die Spurführung angeht, der, wie ich finde, zu früh mitarbeitet oder gegenarbeitet, je nachdem, wie ihr das empfindet. Das ist für mich nicht das, was ich will während der Fahrt. Also ich möchte nicht permanent das Gefühl haben, dass das Auto mitlenkt. Und das habt ihr hier sehr häufig. Guck mal, jetzt die rechte Seite macht er jetzt gar nicht. Links macht er, ja, da kommt die Warnung für links. Aber wie gesagt, das ist völlig in Ordnung. Rechts. Das war jetzt wieder die Geschwindigkeitswarnung, obwohl die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben wurde. Und das ist jetzt übrigens die Information für rechts, dass wir zu nah dran sind, obwohl wir wirklich noch Platz hatten. Und da wird auch sofort ins Lenkrad, also in die Lenkung eingegriffen. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist nicht so 100% meins.
Aber vielleicht sehe ich das zu eng. Schreibt doch mal einen Kommentar, was ihr davon haltet, dass ein Fahrzeug so stark regelt, wie es unser Way 03 tut. Wenn ihr euch für einen Way 03 interessieren solltet, müsst ihr laut aktueller Preisliste mindestens 47.900 Euro einplanen. Dafür gibt es die Basisversion, die heißt Premium. Die fährt mit dem kleineren der beiden Antriebe vor. Das heißt, ihr habt dann Frontantrieb, habt aber da auch schon eine angegebene Systemleistung von bis zu 367 PS und ja auch diese sehr hohe elektrische Reichweite. Außerdem ist das Auto bereits in der Basis schon sehr ordentlich ausgestattet. Mehr gibt es in der sogenannten Luxury-Version. Die startet bei 51.900 Euro. Da habt ihr den gleichen Antriebsstrang, aber ihr habt einfach viel mehr Basisausstattung an Bord. Im Grunde genommen ist der Wagen fast schon voll ausgestattet. Nochmal mehr, vor allen Dingen Leistung, gibt es beim sogenannten Luxury AWD. Da habt ihr an der Vorderachse den gleichen Antriebsstrang, aber habt hinten nochmal den großen E-Motor, damit eben Allradantrieb und eine Systemleistung von bis zu 442 PS. Auch wieder diese fast allumfassende Ausstattung mit an Bord, wo ihr wirklich kaum noch Dinge finden werdet, die ihr hinzu konfigurieren könnt. Vielleicht dann noch Sachen wie ein Panorama-Glasdach oder eine Anhängerkupplung oder eine andere Außenfarbe. Viel mehr geht tatsächlich nicht, aber die startet, wie gesagt, eben erst bei 55.900 Euro. Das hört sich im Grunde genommen nach nicht wenig Geld an, aber wenn ihr euch mal umschaut im Feld der Wettbewerber und schaut euch an, was zum Beispiel ein BMW X3 Plug-in-Hybrid kostet oder ein Volvo XC60 Plug-in-Hybrid, werdet ihr feststellen, dass der hier fast schon Schnäppchen ist. Und deswegen, wenn ihr aufs Geld schaut, würde ich mir den auf jeden Fall mal genauer anschauen, zumindest wenn ihr ein Plug-in-Hybrid als Mittelklasse-SUV sucht. Jetzt schauen wir uns mal das Infotainment und das Cockpit unseres Way an. Ihr habt hier vor euch immer ein voll digitales Cockpit mit einer Bildschirmdiagonale von 9,2 Zoll. Das hört sich groß an, ist es aber gar nicht, denn es ist super flach. Das heißt, diese Zahl ist so ein bisschen irreführend. Nichtsdestotrotz bekommt ihr hier die wichtigsten Informationen natürlich vernünftig präsentiert. Das sind zum Beispiel die aktuell gefahrene Geschwindigkeit, Informationen aus der Verkehrszeichenerkennung und den Assistenzsystemen, aber auch zum Beispiel Informationen zur elektrischen Reichweite oder weitere werden hier angezeigt. Ihr habt dann die Möglichkeit, im rechten Bereich in so einem Einklinker zu wählen, was ihr sehen wollt. Das kann zum Beispiel etwas aus dem Infotainment sein, das kann aber zum Beispiel auch etwas vom Telefon sein oder aber ihr könnt hier die Modi sehen und könnt dann nochmal in diesem Fenster unterschiedliche Inhalte euch auswählen über die Taste hoch und runter, wie zum Beispiel die letzten Fahrten mit den Verbräuchen, die Reifendrücke, den Energiefluss und ähnliches. Also hier gibt es einiges an Informationen, was man sich einblenden lassen kann, sodass man tatsächlich genau für seine Fahrt die Informationen bekommt, die man sich wünscht. Zusätzlich haben wir bei uns mit an Bord das Head-Up-Display und das hat hier den großen Vorteil, dass es wirklich sehr ordentlich und sauber, gut ablesbar die wichtigsten Fahrinformationen vor euch auf die Straße projiziert. Funktioniert wirklich sehr ordentlich. Da werden unter anderem Informationen aus der Verkehrszeichenerkennung, aus der Navigation oder auch die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt, sodass ihr während der Fahrt tatsächlich nicht mehr ins Cockpit schauen müsst, wenn ihr das nicht möchtet. In der Mitte finden wir einen großen Touchscreen, der hat eine Bildschirmdiagonale von 14,6 Zoll, also wirklich sehr ordentlich und der empfängt uns auf den ersten Blick mit einem klassischen Startbildschirm, aber so klassisch ist er gar nicht, denn ihr habt hier oben nicht eine Karte oder ähnliches, sondern ihr habt hier die Online-Medien und die lokalen Medien, die euch angezeigt werden und hier unten zum Beispiel gerade den Einklinker von meinem Telefon mit dem aktuell gespielten Lied. Könnt aber hier natürlich auch unterschiedliche Dinge euch anschauen. Könnt zum Beispiel auf den Home-Button nochmal draufklicken, dann seht ihr sofort die Navigation. So geht es auch wieder zurück. Ihr habt die Möglichkeit, über diese Kachel an zum einen diese Schnellwahl-Symbole zu kommen, aber auch hier oben diese entsprechenden Bereiche euch anzuschauen. Und da ist sicherlich ganz wichtig der Bereich der Fahrzeugeinstellung. Den haben wir nämlich hier. Und da seht ihr auf den ersten Blick die meistbenutzten Dinge. Dann habt ihr die Möglichkeit, im Auto Einstellungen vorzunehmen, wie zum Beispiel das Umgebungslicht. Wir haben hier zusätzlich nochmal Informationen über das Head-Up-Display und ihr habt hier zum Beispiel die Fahrerüberwachung, die ihr einrichten oder einstellen und ausschalten könnt. Da mein Tipp, schaltet die aus, denn die ist tatsächlich sehr penibel. Ein Gespräch mit dem Beifahrer ist eigentlich nicht möglich, ohne dass ihr permanent daran erinnert werdet, dass ihr euch bitte auf die Straße konzentrieren sollt. Ihr könnt hier zum Beispiel auch das kabellose Laden ein- und ausschalten, könnt das Thema leichteres Einsteigen beim Fahrersitz und ähnliches auch noch administrieren. Also schon ein bisschen Umfang dahinter. Dann haben wir den Bereich Karosserie, da geht es eben um das Thema Türschlösser, Seitenspiegel, Frontscheibenwischer. Wir haben den Bereich der Beleuchtung, die wir hier einstellen können. Beim Thema Fahren könnt ihr die unterschiedlichen Fahrmodi wählen. Ihr könnt hier die Rekuperationsstufe einstellen. Die hatte ich bei meiner Fahrt meistens am Standard oder niedrig, weil mir dieses Hoch nicht so gut gefällt. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Und ihr habt hier auch noch die unterschiedliche Unterstützung der Servolenkung. Auch da könnt ihr so ein bisschen
euren Präferenzen folgen und eben sagen, wie möchte ich das für mich während der Fahrt haben. Dann gibt es den Bereich Parken, wo ihr auch noch Einstellungen vornehmen könnt. Und dann gibt es das Thema intelligentes Fahren. Da habt ihr den Front Assist, den Heck Assist, den ihr halt auf eure Wünsche anpassen könnt. Wichtig ist hier der Fahrspurassistent. Da muss ich sagen, der regelt so stark rein, dass ich tatsächlich sogar die Notlenkfunktion meistens ausgeschaltet habe. Dann habt ihr die Verkehrszeichenerkennung. Da ist es so, dass die eigentlich sauber funktioniert, aber auch hier solltet ihr den Alarm für die Überschreitung der Geschwindigkeit ausschalten, denn auch da wird das System, wie ich finde, einfach zu streng oder reagiert zu streng, dass es tatsächlich mehr ablenkt als wirklich nützt. Dann habt ihr noch Sonstiges und das sind im Grunde genommen die Einstellungen, die ihr hervornehmen könnt. Was mir, wie gesagt, gut gefällt, ist, dass ihr hier direkt Wahlbereiche habt und da könnt ihr zum Beispiel hier auf den Energieassistenten klicken. Dann seht ihr hier aktuell den Ladestand vom Fahrzeug. Ihr seht aber, wenn ihr möchtet, hier zum Beispiel auch Trends bei dem Thema Energienutzung und ihr könnt hier auch noch das Thema Laden managen, indem ihr zum Beispiel sagt, wie hoch soll der Akku geladen werden. Finde ich bei einem Plug-in-Hybrid nicht so sinnvoll, aber ist halt eine Option, falls ihr das machen möchtet, geht auch das hier. Dann haben wir hier, wie gesagt, auch die Möglichkeit, direkt zu den Fahrzeugeinstellungen zu springen. Finde ich auch gut. Das geht einfach noch mal schneller. Und ganz wichtig, ihr habt hier zum Beispiel auch Apple CarPlay, Android Auto. Während meiner Fahrt hat das sauber funktioniert, ist Teil des Basisumfangs, funktioniert wirklich sehr, sehr ordentlich. Falls ihr hier in dem Menü unterwegs seid und möchtet mal schneller an etwas ran, könnt ihr das auch nämlich einfach hier runterwischen. Da habt ihr so die wichtigsten Dinge nochmal im Direktzugriff. Auch das finde ich vernünftig gelöst. Und ihr habt, wie gesagt, hier auch nochmal die Shortcuts, unter anderem auch hier zum Beispiel Apple CarPlay, wo es dann direkt dorthin geht. Was bei diesem Bedienen dieses Systems allerdings ein bisschen irritiert ist, dass die Menüstruktur etwas anders ist, als ihr das normalerweise kennt. Das System funktioniert zwar, wie ich finde, schnell genug und sauber, aber ist halt von der Struktur einfach anders, als wir das aus anderen Fahrzeugen kennen. Das heißt, hier müsst ihr euch mehr damit beschäftigen, bevor ihr mehr oder weniger blind bedienen könnt. Zusätzlich gibt es hier noch einen weiteren Bildschirm, der hat eine Diagonale von 9 Zoll. Das ist die Steuerung der Klimaanlage und da habt ihr zum einen hier den Bildschirm mit den unterschiedlichen Einstellungen. Ihr könnt aber auch wischen, habt ihr hier noch weitere Möglichkeiten und ihr habt hier unten zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Sitzheizung, die Klimatisierung des Sitzes und Ähnliches einzustellen, sodass das tatsächlich intuitiv ist und wirklich gut funktioniert. Was ich bei diesem System komplett vermisse, das ist das Thema Taster und Schalter. Denn hier gibt es noch nicht mal eine Lautstärkeregelung über einen Knopf. Dafür müsst ihr auch wieder hier erst auf den Punkt auf den Bildschirm klicken. Finde ich persönlich nicht ideal gelöst. Ihr könnt allerdings auch Teile davon über das Lenkrad bedienen. Da muss ich allerdings sagen, diese Cursor-Tasten sind relativ empfindlich. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt die Lautstärke runterregeln, dann kann es euch passieren, dass ihr den Hauch zu weit oben drückt und dann wird einfach das aktuell gespielte Lied angehalten, anstatt dass es nur leiser geregelt wird. Das habe ich immer wieder. Da muss ich sagen, da würde ich mir ein bisschen was Präziseres, leichter Bedienbares wünschen. Und wie gesagt, gerade das Thema Lautstärkeregelung, da finde ich einfach einen Drehregler dann doch praktisch. Und da würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Sagt ihr, okay, mit dieser Bedienung am Display, das kennt man, das ist modern, das ist in Ordnung? Oder denkt ihr, so wie ich auch, so ein paar Taster und Drehregler wären vielleicht ganz schön? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr von der Bedienung solcher Systeme haltet. Unser Testwagen hat ein angegebenes Leergewicht von nicht ganz 2,2 Tonnen. Ist damit nicht super leicht, aber es ist ein Mittelklasse-SUV, es ist ein Plug-in-Hybrid, damit haben wir die Batterie mit an Bord und damit ist das jetzt nicht ungewöhnlich. Wir haben aber ja die 367 PS Systemleistung und damit kommt der Wagen mit diesem Gewicht gut zurecht. Wenn ich jetzt bei normaler Fahrt mal durchtrete, braucht einen Moment, dann kommt der Verbrenner und dann zieht er wirklich vernünftig vorwärts. Ihr habt die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Fahrprogrammen zu wählen. Hier gibt es unter anderem neben dem Normalfahrmodus den EV, also Elektromodus. Es gibt einen Charge-Modus, wo ihr die Batterie aktiv während der Fahrt laden könnt. Es gibt den Sport- und den Snow-Modus bei uns. Und wenn ich jetzt mal umschalte in den Sportmodus, dann kriegen wir ein entsprechendes Geräusch. Und wenn ich jetzt mal durchtrete, braucht auch wieder einen kleinen Moment, zieht dann aber gefühlt aggressiver vorwärts. Und insgesamt wirkt das Auto ein bisschen stärker vorgespannt, sag ich mal, was den Antriebsstrang angeht. Ihr habt eine Lenkung an Bord, die könnt ihr auch einstellen und zwar hier über die Menüfunktion von Normal auf Komfort oder auf Sport. Bei Komfort wird sie noch mal weicher. Das ist in der Stadt gar nicht mal so schlecht oder beim Einparken. Bei Sport wird sie etwas fester. Was mir aber insgesamt ein bisschen fehlt, ist das Thema Rückmeldung. Egal in welchem Modus, ich habe nicht so das Gefühl, dass da viel zurückkommt. Das stört mich ein bisschen und deswegen mein Tipp. Beim normalen Fahren ist das gar nicht schlimm, aber wenn ihr gerne ein bisschen dynamischer fahrt, dann solltet ihr darauf bei einer Probefahrt auf jeden Fall mal achten. Ansonsten haben wir ein Fahrwerk an Bord, das klar eher Richtung
Komfort ausgelegt ist als Richtung sportliches Fahren. Aber das macht es tatsächlich gut. Ihr habt ein Bremspedal, es ist gut zu dosieren. Wie gesagt, die Gasannahme hat gerade gezeigt, das funktioniert grundsätzlich auch gut. Was mich stört, ist, dass ihr diese Fahrmodi nicht über irgendeine Taste mal eben wählen könnt, sondern dass ihr ins Menü müsst. Das finde ich nicht optimal gelöst. Ihr habt allerdings auch die Möglichkeit, hier über dem Startbildschirm einfach runter zu scrollen. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit, umzuschalten auf den Sportmodus. Auch das wäre möglich, aber das ist auch die einzige Variante. Ansonsten, wie gesagt, müsst ihr ins Menü, finde ich nicht optimal gelöst. Nichtsdestotrotz, insgesamt würde ich mal sagen, einen Daumen hoch fürs Paket. Antrieb, Bremse, Fahrwerk und Lenkung. Allerdings mit dem kleinen Abzug bei der Lenkung, wenn ihr gerne mehr Rückmeldung haben wollt, denn das bietet er definitiv nicht. Wir fahren jetzt mal auf die Autobahn, um mal zu schauen, wie sich unser Fahrzeug hier verhält. Zum einen möchte ich natürlich wissen, wie komfortabel ist er noch, wenn wir schneller fahren. Das werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Aber ich möchte natürlich auch wissen, was können die Assistenz- und Sicherheitssysteme auf der Autobahn? Wie komfortabel ist er da? Und wir beschleunigen jetzt mal. Das macht er vernünftig. Er zieht ordentlich vorwärts, wie es sein soll. Und wir hören jetzt hier bei Tempo 90 noch nichts, was uns in irgendeiner Form stören könnte. Ich wechsle mal die Spur und beschleunige mal weiter. Jetzt kommt der Verbrenner dazu. Und wenn wir jetzt gleich Tempo 130 erreicht haben, werden wir feststellen, also auch hier absolut okay. Bei Tempo 130, das Geräuschniveau im Auto ist völlig in Ordnung. Das Fahrwerk macht hier, wie ich finde, auch einen guten Job. Der Wagen ist, obwohl wir hier einige Unebenheiten haben, wirklich komfortabel unterwegs und damit definitiv auch für die Langstrecke durchaus geeignet. Also auch hier kommt wieder die Warnmeldung mit der Ablenkung, die das Fahrzeug erkannt zu haben meint. So, jetzt schauen wir mal. Ich roll hier auf ein Fahrzeug vor mir auf. Da nimmt er sehr schön die Geschwindigkeit raus, macht da einen guten Job. Das macht er sehr entspannt. Ich jetzt nach links wechsle und sage, er soll quasi wieder beschleunigen. Stellen wir fest, das macht er sehr gemächlich. Also so gemächlich, dass ich jetzt mal selber Gas gebe, weil hinter mir ein Fahrzeug kommt, das diese langsame Geschwindigkeitszunahme nicht so optimal findet. Wir haben jetzt wieder die 130 erreicht, nach wie vor sehr komfortabel. Und wenn ich jetzt mal das Lenkrad loslasse, mal schauen, wie er so mit dem Thema Fahrspurmitte umgeht, da stelle ich fest, grundsätzlich nicht schlecht. Er bleibt in der Fahrspurmitte, aber er wirkt so, als würde er viel regeln. Jetzt müssen wir die Hände ans Lenkrad zurücknehmen. Da gibt es kein kapazitives Lenkrad, das müsst ihr manuell machen. Also er muss quasi Lenkimpulse spüren. Er reduziert jetzt auch wieder die Geschwindigkeit wegen des LKWs, zieht jetzt erst wieder langsam an. Wie gesagt, das ist sanft, mir persönlich zu sanft. Nichtsdestotrotz, die Spurverfolgung funktioniert grundsätzlich gut. Und wie gesagt, was mir gut gefällt, ist, dass er auch jetzt bei 130 noch sehr komfortabel ist, sehr leise ist. Wie gesagt, wir haben gerade einen Fahrbahnuntergrund, der ist nicht ideal dafür. Aber auf diesem kurzen Stück Asphalt, gerade eben, kann man zum Beispiel sehr schön hören, dass das doch eher Abrollgeräusche sind, die wir jetzt hier wahrnehmen, als dass es tatsächlich Windgeräusche oder Ähnliches wären. Und ich finde, da macht er wirklich einen vernünftigen Job. Wir kriegen hier relativ viele Meldungen von Dingen um uns herum. Das ist auch wieder typisch für diese Fahrzeuge. Beim Way oder auch beim Ora haben wir das bei anderen Fahrzeugen auch schon gehabt. Deswegen fahre ich halt normalerweise ohne diese Assistenzsysteme, weil es mir persönlich einfach zu viel ist, was hier an Warnmeldungen oder Hinweismeldungen kommt. Da bin ich kein großer Fan davon, aber da würde mich zum Beispiel mal interessieren, was haltet ihr davon? Ist euch das lieber, wenn das Auto mehr zeigt, mehr Warnungen und Hinweise ausspuckt? Oder seid ihr so wie ich jemand, der sagt, nein, ich fahre lieber in Ruhe und möchte bitte nur dann wirklich hingewiesen werden auf etwas, das tatsächlich eine Reaktion erfordert, als auf etwas, wo ich ganz genau weiß, im normalen Betrieb würde ich jetzt gar nichts machen, ich würde einfach weiterfahren. Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr von solchen Systemen und dieser Menge der Meldungen haltet. Die Nettokapazität der Batterie unseres Plug-in-Hybrids, die wird angegeben mit 28,9 Kilowattstunden. Und damit soll dieser Way 03 bis zu 130 Kilometer rein elektrisch fahren können. Geladen werden kann er hier. Und das geht zum einen mit Wechselstrom an der Haushaltssteckdose in der Wallbox oder einer öffentlichen Ladesäule. Und hier verspricht Way eine maximale Ladeleistung von bis zu 11 kW. Und damit sollen wir in 3 Stunden und 12 Minuten einmal komplett aufladen können. Schneller geht es natürlich mit Gleichstrom. Und das Schöne ist, dieser Way 03 ist
schnellladefähig und ihr könnt den Wagen an einem normalen Schnelllader anschließen. Die maximale Ladeleistung, die Way zusagt, sind 50 kW und damit sollen wir nur 38 Minuten warten müssen von 0 auf 80%. Ich habe den Wagen mal angeschlossen, habe da aber feststellen müssen, ganz so flott ist er dann doch nicht. Ich hatte eher so ein Ladeniveau so um die 35 bis 38 kW. Damit dauert es dann doch nicht ganz 50 Minuten, um das Ganze zu erreichen. Fairerweise muss man aber dazu sagen, ihr könnt das Auto auch abends ganz normal an die Haushaltssteckdose anschließen. So mache ich das zum Beispiel. Und trotzdem habt ihr morgens einen vollen Akku und könnt dann eben rund 130 Kilometer rein elektrisch fahren. Zumindest laut Datenblatt. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir uns jetzt einmal das Thema Verbrauch an. Und wenn wir uns erinnern, 25,2 Kilowattstunden, die 100 gefahrene Kilometer plus 0,5 Liter ist das, was das Fahrzeug laut Datenblatt verbrauchen soll. Und wenn wir mal ins Display schauen, wir sind jetzt etwas über 100 Kilometer mit dem Wagen gefahren und er zeigt uns an einen Verbrauchswert von 1,4 Liter auf 100 Kilometer und zeigt uns vor allen Dingen eine elektrische Restreichweite von 44 Kilometern an. Und ich finde, dass diese Zahlen eine sehr deutliche Sprache sprechen. Das ist wirklich ein, wie ich finde, gutes Ergebnis. Wir sind auf der Autobahn flotter unterwegs gewesen, haben da den Verbrenner genutzt. Wir sind über Land mal zwischendurch ein bisschen dynamischer gefahren, haben dann natürlich auch auf den Verbrenner zurückgreifen müssen. Und ich finde, dass das insgesamt ein sehr ordentliches Bild ist. Wichtig ist außerdem, ich bin mit dem Auto, während ich den Wagen als Testwagen hatte, auch mal längere Strecken rein elektrisch gefahren. Da kann ich euch sagen, wenn ihr entspannt fahrt, sind 100 Kilometer überhaupt kein Problem. Und das finde ich für einen Plug-in-Hybrid im Alltagsgebrauch wirklich super. Und deswegen gibt es von meiner Seite definitiv für das Thema Alltagstauglichkeit bezogen auf den Elektroantrieb und auf Verbrauch einen Daumen nach oben. Wenngleich ganz wichtig ist, dass all die Zahlen, über die wir gerade sprechen, abgelesen sind. Wir haben hier nichts selbst gemessen. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite, da finde ich vernünftig dimensionierte Ablagen. Da passt ordentlich was rein und die sind vor allen Dingen auch nochmal unterteilt, sodass zum Beispiel im vorderen Bereich ein Becher oder eine Tasse, eine Flasche oder Ähnliches auch wirklich sicher steht. Schauen wir in die Mittelkonsole, dann finden wir im unteren Bereich eine große Ablage. Da gibt es auch nochmal zusätzliche USB-Anschlüsse. Da passt wirklich richtig viel rein. Dafür haben wir hier im oberen Bereich aber eigentlich keine großen Ablagen, sondern nur eine Klappe, die wir öffnen und schließen können. Da drin befinden sich zum einen zwei Becherhalter. Und zum anderen kann man vorne noch mal ein Mobilgerät hochkant arretieren, sodass das hier im Fahrzeug nicht durch die Gegend fliegt. Gehe ich ein Stück zurück, dann gibt es auch hier wieder die Möglichkeit, ein Telefon induktiv zu laden, also kabellos. Aber auch das ist so ein Steckplatz, wo wir von oben das Telefon einfach hochkant hineinstecken. Ungewöhnlich, funktioniert aber grundsätzlich gut. Dann gibt es hier eine geteilt aufklappbare Mittelarmlehne. Die kann ich nicht verstellen. Darunter gibt es aber ein vernünftiges Staufach. Und zusätzlich habe ich hier vorne dann auch noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach mit an Bord. Schaue ich auf die Rückbank, dann finde ich dort natürlich Ablagen in den Türen. Ich finde Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne und zusätzlich nochmal die Möglichkeit, Mobilgeräte zu laden. Denn es gibt auf der Rückseite von meiner Mittelkonsole hier auch nochmal USB-Anschlüsse. Das war meine Probefahrt im Way 05 und ich finde den Wagen von außen tatsächlich ansprechend. Der hat hier und da seinen eigenen Look, aber auf der anderen Seite hebt er sich damit aus der Menge der Fahrzeuge hervor. Wenn wir reinschauen, finde ich super, dass Way hier diesen Premium-Anspruch tatsächlich einlöst, denn wir haben tolle Materialien, sehr ordentlich verarbeitet, das macht alles einen guten Eindruck. Wir haben ein sehr modernes Interieur, das gilt auch für das Thema Infotainment. Allerdings muss man sich da bei der Bedienung noch so ein bisschen zurechtfinden und wenn wir uns das Thema Ausstattung anschauen, die Basisausstattung ist wirklich extrem umfangreich. Das gilt auch für die Assistenz- und Sicherheitssysteme, wenngleich die hier und da so ein kleines bisschen nervig sind. Nichtsdestotrotz, ihr habt in der ersten und auch zweiten Sitzreihe mehr als ausreichend Platz, habt darüber hinaus noch ein vernünftiges Kofferraumvolumen und damit grundsätzlich mal ein gutes Paket. Das Fahren mit dem Auto macht Spaß, gerade diesen Bereich des komfortablen Reisens, den deckt er wirklich perfekt ab. Vor allen Dingen habt ihr eine sehr hohe elektrische Reichweite und könnt ihn ja sogar am Schnelllader mal eben nachladen, was ich auch wirklich gut finde, denn das kann immer noch nicht jeder Plug-in-Hybrid. Beim Thema Preise sieht es so aus, dass der sicherlich nicht billig ist, aber im Vergleich zu den Wettbewerbern, wenn ihr euch mal einen XC60 anschaut als Plug-in-Hybrid oder einen BMW X3, dann werdet ihr feststellen, da ist der fast schon Schnäppchen. Also definitiv ein Grund, sich das Auto genauer anzugucken. Und deswegen mein Tipp, stört euch dieses Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme nicht und stört es euch nicht, dass der aus China kommt, dann fahrt den auf jeden Fall mal Probe. Könnte genau das Mittelklasse-SUV sein, das ihr gerade sucht. Mich würde es sehr freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das ist, lasst gerne ein Abo und oder ein Like da. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Fahrbericht hier bei die Autotester.